Gut, dass alle wieder zurück sind aus der Pause. Ich will drei ganz kurze Aspekte vorwegschicken. Zum einen haben wir ja seit Paris ein Viertel der Zeit schon verfrühstückt und wir haben nicht so viel geschafft, wie diese Folie erahnen ließe. Und was wichtig ist, wir brauchen sowohl die Effizienz als auch die Erneuerbaren. Das kam ja schon sehr in der Diskussion durch. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, dass das Klimaschutzgesetz ja eigentlich davon ausgeht, dass wir im Gebäudebereich jedes Jahr so ungefähr 5% einsparen, indem wir einfach auf elektrische Versorgung umstellen, am besten Wärmepumpe. Die Gebäudeerstellung gehört aber zum Bereich in der Industrie. Das sollte man nochmal nachher konkretisieren und diskutieren. Und alles, was an Wärmepumpen und Strom rübergeht, geht in die Energiewirtschaft, wo schon in der alten Fassung ein großes Loch herrschte. Und durch die neuen Vereinbarungen der Ampel ist ja das eine ziemlich dumme Sache, dass im Grunde jedes Ressort ziemlich schwächeln darf. Es geht ja nur um das Gesamte im Klartext. Das ist eine Verwässerung, die ziemlich übel ist. Dann eine persönliche Sache. Ich soll ja jetzt den bösen Buben spielen, aber eigentlich bin ich das gar nicht, weil ich 1996 zu genau diesem Thema eine Veröffentlichung, das heißt besser gesagt ein 430-Seiten-Buch geschrieben habe. Und bei den ersten Sitzungen, wo die ganzen Kollegen Thomas Lützgendorf, Alexander Rodolphe und Co. da waren, war ich immer dabei. Wekobis ist aufgrund meiner Veröffentlichung ziemlich stark von Johannes May für die Bayerische Architektenkammer gemacht worden. Ich muss aber gestehen, dass diese Sitzungen in Weilbar ziemlich geprägt waren, nicht von den dreien, von anderen, die ziemlich egomäßig drauf waren. Und Hans Jäckner hat da was Fantastisches hingekriegt, dass er trotzdem das Thema DGNB auf den Weg gebracht hat, was aber nicht von ungefähr dann in BNB sich aufteilte. So viel vorweg heißt, ich stelle kritische Fragen, aber ich finde die Sache unabdingbar. Wir müssen in die Richtung kommen, nur was ist der richtige Weg? Diese gewisse Kürzel-Begriffsverwirrung ereilt uns alle. Wir haben ja gerade mitbekommen, vielleicht zur Erinnerung, GEG-Novelle zum 1.1., da ging es ja nur um. Der wichtigste Punkt war die Primärenergiebedarfanpassung von 75 auf 55%. Es ist nicht der Standard Effizienz aus 55 eingeführt worden. Das heißt, Gebäudehülle ist aufgrund der üblichen Anliegen der Typen, die wir kennen, so, dass das geblieben ist. Die BEG-Förderung war, das hatten wir eben gesehen, die alte Fassung, dass wir auf einmal Effizienzhaus oder Effizienzgebäude 40 NH hatten, bis zum 28.02.23. Und dass der Neubau eingebrochen ist, ist natürlich vollkommen klar. Es ist im letzten Jahr, Anfang des Jahres, in den ersten Chargen noch richtig zugelangt worden mit den alten Programmen, KfW 55, das in meinen Augen immer hoffnungslos überfördert war und dass deshalb richtigerweise abgeschafft worden ist. Nur geblieben ist natürlich für die Bauwirtschaft ein Loch. Und Sie sehen diese blauen 1045 Anträge, von denen wird der größte Teil in Sicherheit nicht umgesetzt werden, weil es einfach zu komplex war. Das weiß ich von vielen Kollegen, die beantragt haben. Gut, und jetzt haben wir KfN. Ich muss sagen, erst war ich ein bisschen verstimmt, dass wieder ein neuer Begriff da ist. Und das Programm ist aufgrund der zinsgünstigen Kredite bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit für viele Sachen machbar, unter der Vorbedingung, dass man die Lebenszyklusanalyse, sprich die Ökobilanzierung, einigermaßen stringent machen kann. Darauf komme ich gleich. Die zweite Hälfte an KfWGQ ist etwas, wenn man auch nur einigermaßen bei Trost ist, jetzt bin ich bewusst provokativ, lässt man da bitte die Finger davon. Ich erzähle gleich warum. Das ist das, was wir eben auch gesehen haben für den Bestand. Und hier nochmal die Variante mehr für die privaten Häuslebauer und für die Wohnungsbaugesellschaften, parallel die Kommunen. Worst Performing Building hatten wir, serielle Sanierung, die 15% finde ich sehr gut. War ich selbst heftig daran beteiligt, dass da 15% dazukommen. Aber die Branche soll sich nicht auf den 15% ausruhen. Die müssen dramatisch mit den Kosten runter, sonst wird in 5 Jahren das Thema tot sein. Das ist jetzt viel zu teuer. Gut, und dann haben wir EE oder NH alternativ. Und dazu die Frage, die ja auch im Titel stand, was ist denn mit der Förderung, EE oder NH? Meine These ist, antragsmäßig 95% EE, 5% NH, Ausführung 98,5% EE, 1,5% NH. Das ist gleich eine Sache für die Diskussion. Die QNG, Qualitätssiegel,
haben Sie eben wunderbar, dass Sie das noch gemacht haben. Fand ich ganz toll, dass Sie ganz spontan das reingebracht haben. Sie haben auch die verschiedenen Bewertungssysteme dargestellt. Insofern dies nur noch mal zum Vergegenwärtigen. Das hat sich auch ein paar Mal geändert in den letzten Jahren und wurde angepasst aus guten Gründen. Und das ist gut so. Und jetzt will ich ganz kurz mal aus der Praxissicht reingehen. Sie haben ja eben die Liste gezeigt, und wenn Sie jetzt die DGNB und NAVO und so weiter kennen, dann sind das irgendwas zwischen 18 und 50 Qualitätskriterien. Und diese Kriterien, was ich daran immer schwierig fand, ist, dass die so umfangreich sind, auch wenn sie in einem wunderschönen runden Diagramm dargestellt werden, dass es eine Gesamtbewertung zulässt und dass es dazu leitet, manchmal zu sehr ein ökologisches Disneyland zu machen oder ein nachhaltiges. Und ich gehe jetzt aber bewusst nur auf drei Punkte, nämlich auf die drei aus dem ganzen Anforderungsprofil. Und da schauen wir uns auch wiederum nur die besonderen Anforderungen an. Das heißt, es ist wirklich nur eine kleine Teilmenge. Und wir haben immer zwei Probleme. Wir fangen an jetzt mit der Schadstoffvermeidung. Ist schon ein sehr gewagter Begriff, bedeutet im Klartext, und wenn man sich den Text dazu durchliest, man muss im Grunde die Firmen dazu motivieren oder auch verdingen und unterschreiben lassen, dass die schadstofffreie, geht ja nicht, Materialien einbauen nach QNG-Vorgaben. So ein Projekt habe ich vor 20 Jahren einmal gemacht mit Fördersumme von 250.000 Euro mit vier, fünf Beteiligten. Ich habe selten so schlechtes Geld verdient wie da, weil das unendlich aufwendig ist. Es ist besser geworden, aber noch lange nicht gut. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein bestimmtes Produkt, schreiben aus und dann müssen Sie aber von der Firma dieses Zertifikat, diese Bestätigung holen. Ihrer Fantasie ist überlassen, was das bedeutet. Das Zweite, natürlich Barrierefreiheit, unbedingt sinnvoll, aber schauen Sie bei den Baukosten, da kommt ruckzuck 2, 3, 4, 5% dazu. Das heißt, wir machen hier was äußerst kostentreibendes. Das ist ein Punkt, der diskutiert werden muss angesichts dessen, dass wir ja die 400.000 Wohnungen machen wollen. Das mit den Ressourcen, das bezieht sich ja eigentlich nur auf Holzprodukte. Das finde ich eigentlich ein Aspekt, der entweder aufgebohrt oder klarer formuliert werden muss. Und dann sind wir, und es fehlen viele, viele Aspekte bei der Ökobilanzierung. Das heißt, die LCA-Software, da haben Sie ja gerade schon was erzählt von der Gütergemeinschaft. Da komme ich jetzt gleich drauf. Vorab aber die Frage, was kostet das Siegel und die Zertifizierung? Die Zahlen, die ich kenne und da gerne aus Ihrer Sicht dann Korrekturen, Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern, ganz günstig kriegt man das Ganze für 15.000, wenn man auch so gut ist und plant so, dass man nicht kostentreibend plant. Es geht aber auch gerne Richtung 40, 50. Bei Mehrfamilienhaus fängt man bei 30.000 an und landet gerne bei 80.000. Und da spreche ich jetzt nur über die Zertifizierungskosten, das heißt die Erstellung, nicht über die Kosten, die damit verbunden sind, die das Gebäude mehr kostet. Und beim Bürogebäude nochmal einen kleinen Haken drauf. Ich freue mich über jeden von Ihnen jetzt aus dem Publikum, die sagen, nein, wir haben da ein Verfahren, wir können es zu einem Bruchteil dessen anbieten. Ganz wichtig ist das Thema der Ökobilanzierung. Und da finde ich das genial, dass das jetzt im Grunde zusammen mit der Gütergemeinschaft gemacht wird. Ganz nebenbei bin ich da nicht ganz unbeteiligt, weil Tanja Brockmann, mit der war ich in der Expertenkommission Nachhaltiges Bauen beim Umweltbundesamt. Und sie hat das immer vorgestellt. Ich war begeistert von der Öko-Baudat, wie sie die vorgestellt hat. Nur haben wir diskutiert, wie kommt denn das zusammen? Die Baupraxis, wie kommt die auf diese Daten? Wie kann die zugreifen? Und wer von Ihnen mal in der Öko-Baudat ein bisschen ein paar Stunden verbracht hat, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, muss ich gestehen. Dann gab es ELCA, wunderbare Sache. Der Herr Rössig hat das toll auf den Weg gebracht. Aber die Schnittstellen funktionierten noch nicht. Und zusammen mit Winfried Schöffel, der jetzt bei der Gütergemeinschaft das letzte Projekt hatte, haben wir dazu Forschungsvorhaben auch im Auftrag des BBSR gehabt. Im Grunde geht es darum, wir haben die Massen ermittelt. Dazu muss noch ein bisschen mehr kommen, Innenwände, Decken und natürlich von der Ausbauseite her noch beliebig viel mit beliebiger Genauigkeit oder aber, so wie es jetzt ist, mit dem Forschungsvorhaben, das gerade jetzt abgeschlossen worden ist, dass eben die Qualitätssicherung von LCA-Software auf Basis 18599 ein ganz tolles Ding ist. Und Sie sagten gerade, sieben Hersteller haben das jetzt im Portfolio. Und ganz wichtig ist, ein Problem war bis dato immer der Zugriff auf die Eco-Baudat.
Die ECO-Baudat ist schon eine sehr komplexe Sache und die Rechenwerttabelle führt jetzt dazu, dass die Ergebnisse nachvollziehbar sind, hat aber den Nachteil, dass die einzelnen EPDs schwieriger reinzubringen sind. Das heißt, wenn ich ein besseres Produkt habe, kriege ich den Bonus nicht. Wichtig ist mir, was es bringt, die Optimierung zu machen. Wenn ich ein Gebäude habe, einen Holzbau sehr optimiert, habe ich ungefähr ein CO2-Äquivalent in diesem Bereich. Wenn ich einen Massivbau habe, der ungünstig ist, liege ich in dem Bereich. Ein optimierter Massivbau ist irgendwo in diesem Segment. Und das bedeutet, mit Holzbau kriege ich Vorteile und die liegen irgendwo zwischen diesem und dem vorherigen. Wenn ich nicht Gravierendes mache, das bedeutet, der Optimierungsbereich liegt eigentlich nur bei 3, 4, 5 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr. Das ist wichtig angesichts dessen, was wir da vor der Brust haben, insbesondere wenn wir Plusenergiehäuser dann haben. Aber wir müssen auch die Relation sehen, wenn wir Bestandsgebäude haben oder wenn wir normales Effizienzhaus 55 haben, geht es darum, und durch erneuerbare Energien schaffe ich es, ungefähr diesen Hebel anzusetzen. Und das ist etwas, da müssen wir ehrlich sein. Wir dürfen nicht sagen, Herstellung ist das einzig Wichtige. Es muss zusammenspielen und es darf vor allen Dingen keine Konkurrenz haben. Ja, dann, was ist das Ziel der QNG-Zertifizierung? Retten wir Planer die Welt mit Holzbau? Sie sehen, da habe ich dicke Fragezeichen angesetzt, weil wir natürlich auch ein Ressourcenproblem in unseren Wäldern und beim Holzbau haben. Da gibt es gerade sehr spannende Artikel dazu. Meine Interpretation, und ich glaube, das teilen Sie auch, dass wir im Grunde die Bauindustrie dazu bringen müssen, dass die klima- und ressourcenneutral produziert bis 2035, spätestens 45, was immer das bedeutet. Und was bedeutet die Erstellung von EPDs? Das bedeutet ja, wenn eine Firma oder ein Verband eine bessere Leistung bringt, eine bessere Performance, kann das darin abgebildet werden und dann werden sie belohnt bei dem Ganzen. Muss über die ECO-Baudat laufen. Und jetzt eine Frage, das ist wirklich eine ganz essentielle Frage. Wenn wir das nicht produktscharf hinkriegen, dann wird das Ganze im Sand verlaufen. Bedeutet aber auch, die ECO-Baudat muss nicht nur einige hundert, sondern einige tausend. Und wenn ich alleine sehe, dass Gebäudetechnik Vertriebe 3 Millionen Produkte haben, ist es ein Monster, was da zusammenkommt. Und wer weiß es, die Frau Brockmann, wie viele Mitstreiterinnen hat sie im Moment? Ich glaube, Stand letzten Jahres war das 1,5 Arbeitskräfte. Das heißt, da ist ein heftiger Nachholbedarf, dass dort was gemacht wird. So, jetzt will ich zum Schluss noch den Bereich Dekarbonisierung, erneuerbare Technik machen. Und da ist es so, dass wir ja sehr intensiv das Thema Wasserstoff im Moment diskutieren und natürlich das aktuelle GEG. Grundlage. Wir müssen aus jeder Kilowattstunde erneuerbarem Strom möglichst viel im Gebäudetechniksektor, wenn es um Wärme geht, möglichst viel Wärme rausholen. Ich brauche gar nicht groß erzählen, Sie sehen es auf den ersten Blick. Herr Scholz war gerade in Kenia und die machen da Tiefengeothermie. Ganz wunderbar, wo es hier geht, natürlich. Aber die Arbeitslast liegt vor allen Dingen bei den Wärmepumpen und sie liegt ganz sicher nicht beim Wasserstoff. Sie sehen, der Wasserstoff, bis wir den haben, was für Verlustketten daran stecken. Der bringt nur, naja, ein Zehntel bis maximal ein Fünftel der Performance von Wasser, von Wärmepumpen, wenn wir den Strom direkt nutzen können. Und vielleicht ganz kurz dazu ein etwas politisch gesehener Aspekt. Wenn wir in allen diesen Teilen der Welt, wo Robert Habeck und Herr Scholz unterwegs waren, den Wasserstoff herholen wollen, gleich ob als Wasserstoff, Methan oder als Ammoniak, dann haben wir diese Verlustkette. Das bedeutet, am Ende der Kette haben wir noch 15, 20, vielleicht 25% übrig. Das bedeutet, wir müssen die fünffache Menge an Windrädern und PV-Fläche wo immer auf der Welt aufbringen. Auch bei uns würde es das bedeuten, wir würden unsere Landschaft noch viel mehr vollspargeln. Das heißt, wir müssen hocheffizient sein, damit wir uns da nicht in eine Art neuen Energiekolonialismus begeben. Bin ich gespannt gleich in der Diskussion, was Sie dazu sagen. Und dies hier ist mir wichtig. Im Moment haben wir für Raumwärme, das ist ja alles brennstoffbasiert, Mobilität
Und Prozesswärme, das sind alles noch mit Gas oder Öl oder sonst was. Und nur da unten ist die konventionelle Last, das ist Strom. Und dieser Strom, worüber wir so viel diskutieren, ist dieser Bereich. Und das da oben sind die fossilen Brennstoffe, die wir substituieren müssen. Und wenn man das jetzt hochrechnet, das ist übrigens von Wolf Michael Lücking gerechnet worden, gibt auch andere Sachen, aber dies finde ich mit die beste Darstellung. In 10 Jahren sieht das so aus. Sie sehen, der Bereich der Brennstoffe ist schon dramatisch zurückgegangen und wir können effizient mit Strom dagegenhalten, Wärmepumpen, Elektromobilität und nochmal ein paar Jahre später, ach so, neue Last, wir haben das Problem Residuallast, können wir auch in die Diskussion gleich gehen. Wir brauchen Gebäude mit geringem Leistungsbedarf zur Zeit der Dunkelflaute. Und ich erzähle das Ganze jetzt nur deshalb, weil ich jetzt dann gleich auf das GEG rüberkomme. So sieht es dann hoffentlich im Jahr 2045 aus. Was heißt das jetzt? Ich würde sagen, das, was Robert Habeck jetzt macht und sich damit die Grünen pulverisiert, das muss sein. Und wenn es sein einziges Werk gewesen ist, wenn er dann irgendwann übergeben muss, wir müssen das unbedingt machen. Allerdings unbedingt ist es wichtig, wir haben ja viele Energieberater jetzt hier im Publikum, sie müssen auch eine Art soziale Beratung und Komponente mit einbringen können. Und ich plädiere ganz stark dafür, dass es einen Ermessensspielraum geben muss. Es ist unbedingt wichtig, dass wir die Angst nehmen, die geschürt worden ist, und zwar durch unverantwortliche Pressearbeit. Umgekehrt ist es aber auch Eigentum verpflichtet. Gut, das sind die Punkte, die im GEG drin sind. Ganz kurz darauf, das mache ich aber im Schnelldurchgang. Wir haben Wärmenetz, ist schön und gut, aber nicht per se klimaneutral. Wärmepumpen müssen es bringen. Die müssen den Gebäudebestand klimamäßig retten. Stromdirektheizung ist nicht wirklich toll. Solarthermische Anlagen. Ich habe sie geliebt. Es hat mir wehgetan, dass ich sie seit 15 Jahren nicht mehr baue, weil es einfach nicht geht. Feste Biomasse. Eventuell im ländlichen Bereich zu Recht ist das jetzt zurückgenommen worden. Es wird noch weitergehen. Und Wärmepumpenhybrid im Bestand gut, aber bitte nicht im Neubau. Und dann sind wir bei den Derivaten aus Wasserstoff, H2 Ready. Das muss jetzt sein. Da habe ich einen extrem distinguiert, aber sezierenden Artikel von Jochen Vorländer, die Sachen zusammengestellt, was er schreibt, was ich sehr teile. Es hört sich unheimlich freundlich an. Eben war auch so eine Frage im Chat. Ja, wie machen wir das jetzt? Es ist ganz einfach. Wir haben unsere Kessel und dann wird dann 300-Euro-Satz reingebaut, dass wir einen anderen Brenner haben und dann können wir Wasserstoff verbrennen. So einfach ist die Welt. Das wird suggeriert. Leider, leider geht die Pflicht an die Brennstofflieferanten über. Und da ist die Frage der Verfügbarkeit. Ich glaube, das, was ich eben gezeigt habe, hat sehr deutlich gezeigt, wir haben nicht die Verfügbarkeit, wenn wir schon die Schwerindustrie und Flugverkehr und ein paar Sachen mehr unabdingbar mit Wasserstoff machen können. Wir haben ihn nicht zum unwirtschaftlichen Verbrennen im Niedertemperatursektor. Und das bedeutet, wenn jetzt ein Vermieter sagt, ich setze darauf, dann hat er ein kaum zu kalkulierendes Risiko, weil er als Vermieter die Kosten teilweise tragen muss. Und das bedeutet, wir kommen nicht auf diese grünen Gase kurzfristig in genügender Menge. Und den letzten Satz können Sie ja selbst lesen. Robert Habeck hätte niemals das Ganze auf sich genommen, wenn er auch nur die Chance sehen würde, dass das funktionieren würde. Ich denke, da sind die Kollegen beim BMWK schon wirklich fit genug. So, und dann die gute Nachricht zum Schluss. Und zwar, Prämisse ist, wie viel Heiztechnik benötigen wir überhaupt noch, wenn wir hochwertig bauen? Effizienz aus 40 Passivhaus, dann machen wir mit dem Arrangement 60 Quadratmeter. Und das eröffnet Fantasie, dass wir mit viel weniger Heiztechnik zurechtkommen. Dies ist eine sehr zurückhaltende Darstellung, wie viel wir einsparen können. Aber gerade beim Wärmepumpen wird es dann sehr viel kostengünstiger. Und das müssen wir heben. Wärmepumpen passen wunderbar zu Lüftung mit Wärmerückgewinnung, weil wenn das COP bei der Wärmepumpe fällt, steigt die Leistungszahl bei der Wärmerückgewinnung. Insofern absolut meine Empfehlung, Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung, ein ganz wichtiger Baustein bei all dem, was wir jetzt machen. Und das sieht man sehr schön, wenn wir nach Norm die Heizlastauslegung machen, dann bringt es nur ein paar Prozent. PHPP ist da ehrlicher und trotzdem noch mit genügend Luft. Und grün ist das, was tatsächlich in einem kalten Januar als Durchschnitt gefordert wird. Und da sieht man, dass die Heizlast ohne Wärmerückgewinnung dramatisch
höher liegt, fast beim Doppelten. Das sind die Spitzenlastzeiten, die wir haben werden, wo unser Versorgungssystem im Winter in die Knie geht. Und wenn wir viel direkt elektrische Heizung haben, wird es ganz unerträglich. So, und jetzt mehr zum Schluss hin. Was sind denn die Systeme, die wir haben als Wärmepumpen? Das ist einmal natürlich das Thema Luftwasserwärmepumpen, natürlich kalte Nahwärme und Wärmepumpe pro Gebäude mit einem Primärkreis, der wassergekoppelt ist. Und parallel dazu größere Netze bis hin zu Fernwärme, da komme ich gleich zum Schluss noch drauf. Je größer ein Netz, wenn das Verteilsystem warm ist, hat man sehr, sehr hohe Verluste. Bei Fernwärme locker 25%. Und es gibt auch die dezentralen Sachen. Ich will jetzt nicht, dass wir vollständig auf dezentral gehen, aber wir sollten es mal bedenken, weil quer durch die Welt ist es so, dass das in vielen, vielen Ländern der Standard ist. Ich habe das bewusst jetzt, dieses Bildchen gezeigt. Das ist mittelhübsch und das ist mittelprächtig. In China habe ich das aufgenommen. Wir haben uns das angeschaut. Es ist ganz einfach, die Technik dort. Das verbirgt sich dahinter und mein Freund Wolfgang Reinsberg hat es fotografiert. Das ist die Kiste. Kostet 250 Dollar, versorgt die Wohnung und wird nach 8,5 Jahren ausgetauscht. So einfach ist die Welt. Wir brauchen dafür 25.000. So, und jetzt so mehr zum Abspann. Die Fernwärme, die auch nicht die Lösung ist, weil wir sehr viele Optionen haben, die nicht wirklich dauerhaft sind. Auch die Abwärme aus der Industrie nicht. Biomasse werden wir nicht genug zur Verfügung haben. Solarthermie ist zu teuer. Die dänischen Systeme, ich habe leider noch keins gesehen, das wirklich so gut funktioniert, wie es kolportiert wird. Und im Grunde ist es so, dass wir zwar thermische Kurzzeitspeicher haben und Großwärmepumpen, aber die sind nur so effizient, wie dann die Verluste dahinter sind und wie die Temperatur ist, die das ganze System hat. Wasserstoff ist etwas, was schön und gut ist, wir brauchen, aber nur für die Residuallast. Und im Grunde hängt es von der Temperatur ab. Wir müssen auf möglichst kalte Systeme kommen. Und die Frage ist dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir dürfen uns nicht auf die Fernwärme verlassen. Wir haben beim Quartier Systeme, die genauso gut funktionieren. Und vielleicht ist es sogar so, dass wir pro Gebäude planen und da wirtschaftlicher sind. Und irgendwann wird die Fernwärme abgespannt, weil sie zu teuer ist. Und in den Gebäuden gibt es wunderbare dezentrale Lösungen, die viel kostengünstiger ist. Gut, in dem Sinne jetzt von meiner Seite die Abschlussfolien, die immer sein müssen. Wir haben was für ihn da und für seine Kollegen zu tun und dafür zu sorgen, dass seine kleine Welt einigermaßen bewahrt wird. So, so viel von meiner Seite. Dankeschön. Thank you.